Ich bin Mateka von Mateka & Partner Asset Management, Gesellschafter und Asset Manager. Herzlich willkommen wieder zu Triple M, Matejkas Market Memos donnerstags auf Audio CD.at. Heute macht sich Wolfgang Mateka Gedanken über die Macht der zweiten Reihe, die durchaus als Hedge dienen kann und eine gravierend tiefer liegende Bewertung aufweist. Die Macht der zweiten Reihe. Wenn Börsen die Trends fehlen oder die vorherrschenden exogenen Schockpotenziale keine Richtung vorgeben, gibt es an den Märkten Seitwärtstendenzen. So auch jetzt, wo wir uns seit Ende März in einem solchen Seitwärtsmodus befinden. Die Volatilität, die Schwankungsbreite ist derzeit so niedrig wie seit Jahren nicht mehr. Aktienindizes haben dabei sogar deutlich tiefere Volatilitäten als Bondindizes. Wenn es nach dieser Diktion am Börsenpaket Risiko gibt, dann bei den Anleihen. Verkehrte Welt, oder? Alle warten offensichtlich darauf, dass irgendetwas passiert. Angesichts der vielen exogenen Faktoren, die sich bereits bis zur Argumentationsermüdung durch unsere Wahrnehmung gearbeitet haben, ist dieser Entscheidungsstau sogar verständlich. Denn selbst wenn es sich um Faktoren handelt, die sich eben nicht über Nacht ändern. Ob es nun Krieg, Machtverhältnisse am Globus oder die Reaktionszeiten von Notenbanken sind, die uns die Richtung rauben, sie sind und sie bleiben präsent. Nun, inzwischen wurde die US-Schuldengrenze als kommendes und dabei mit einem Reaktionsdatum versehenes Generalevent in die Börsen gepflanzt. Denn laut Janet Yellen, der US-Finanzministerin, wird es spätestens am 1.6. so eng fürs US-Geldbörserl, dass die USA erstmals seit langem ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen kann. Bis dahin ist das Pendel nicht eindeutig zu messen, denn es könnte ja vielleicht noch vorher zu einer Einigung führen. Also Plus und Minus eng beisammen. Das, was in solchen Phasen nahezu immer vor solchen Stichtagen passiert, ist, sich liquide aufzustellen. Bei Aktien sind dies, je nach Größe des Portfolios, eben großkapitalisierte Werte. Die Liquidität ist eben zu Zeitpunkten, wo sich längerwertige Entscheidungen abzeichnen, ein kurzfristig plötzlich wichtiges Gut. Man kommt schneller heraus, wenn es Enttäuschungen zu verarbeiten gilt, und wenn nicht, ist man bereits investiert. Diese Large Caps sind daher auch in ihrer Performance ein guter Indikator, wie sicher sich die Märkte in ihrer Gesamtheit fühlen. Je unsicherer, desto größer die Outperformance gegenüber kleineren Werten. Dass Small- oder Mid-Caps aber keine schlechteren Aktien sind, hatten die letzten Quartalsergebnisse ja eindrucksvoll demonstriert. Ob USA oder Europa war egal. Nahezu 80% aller Unternehmen, und hier zählt die Anzahl und nicht das Börsengewicht, hatten besser als erwartet berichtet. Der Blick auf die österreichischen Ergebnisse bestätigt diese Zahl eindrucksvoll, denn hier waren es sogar mehr als die 80%. Und dazu kommen zwei Faktoren. Nämlich, dass die Bewertungen der kleineren Werte inzwischen gravierend tiefer liegen als jene der großen und dass der Performanceunterschied kurzfristig auf deutlich über 10% angewachsen ist. Der Effekt wird daher vorauszusehen sein und dies, egal wie Schuldenstreit oder anderes ausgehen wird, dass diese Assetklasse, diese Aktienklasse sich wieder an ihren Fundamentaldaten anpassen und aufrichten wird. Das, was davor aber noch passieren muss, ist, dass das Ereignispendel nach links oder nach rechts ausschlägt. Dann werden bei Enttäuschung die Large Caps eben verkauft oder man genießt es, bereits investiert zu sein. Der nächste Schritt wird dann aber jener sein, der den Small- oder Mid-Caps auf die Sprünge helfen wird. Wenn sich der Blick wieder nach vorne wendet und man sich ein wenig mehr Investitionslaufzeit zutraut. Dann sind Gewinnwachstum, Marktposition, Nischenoligopole oder einfach nur gutes Management wichtig und werden in Beziehung zu den Bewertungen dieser Aktien gebracht. Auf den langen Blick eine echte Gelegenheit und in seiner Wirkung ein Hedge aus der zweiten Reihe. Ich bin Mateka von Mateka & Partner Asset Management, Gesellschafter und Asset Manager.